Hallo? Sie haben Platten. Ja. Ah, sieht ganz so aus. Das hätten Sie nicht tun dürfen vorhin. Was? Einfach vorbeifahren. Wieso? Sie hätten mich mitnehmen müssen. Ach, wirklich? Sie werden ja sicher Werkzeug haben. Ja, schon. Im Kofferraum. Also, wollen Sie den ganzen Wagen ausräumen? Dafür ist es auch jetzt zu spät. Was? Daran hätten Sie vorher denken müssen. Was machen Sie da eigentlich? Nur den Wagen hier. Aha. Da ist er. Wir sind spät dran. So. Sie werden sich beeilen müssen, wenn ich hier fertig bin. Schneller fahren. Aber das mögen Sie ja, oder? Ja, ja. Kreuzschlüssel bitte. Danke. Wollen also mitgenommen werden. Sallys Eiche. Keine Ahnung, wo das ist. Auf der Strecke. Welcher Strecke? Weiter in der Richtung. Ungefähr 9 Meilen von hier. Na, okay. Sie haben Glück, ich will bis Hamilton. Ich weiß. Was? Woher wollen Sie das wissen? Wie bitte? Woher wollen Sie wissen, dass ich bis Hamilton will? Auf dieser Strecke wollen die meisten dahin. Die Hände schmutzig gemacht. Macht nichts. Warum haben Sie nicht gewinkt, wenn Sie mitgenommen werden wollten? Ich dachte, Sie würden auch so halten. Das tue ich nie. Ich hätte auch nicht gehalten, wenn Sie gewinkt hätten. Dann wäre es ja egal. Oder? Ich nehme nie jemand mit. Nein? Haben Sie Angst? Nein. Tu es nur nicht. Mag's nicht. Konversation machen müssen mit Fremden.
Smalltalk über nichts, über Belanglosigkeiten. Dann werden wir eben nicht reden. So war das nicht gemeint. Ich hab nur was gegen freundliches Blabla. Immer diese Nettigkeiten mit wildfremden Menschen und Sie sind sehr jung, um zu sterben. Wie bitte? Ich kriege nicht viel in Ihrem Alter. Todeskandidat. In Ihrem Alter nicht viele. Und in der Gegend. Ich hab's mir anders überlegt. Würden Sie bitte aussteigen? Wir sind noch nicht da. Hm? Das ist noch nicht Sallys Eiche. Sie können mich mal mit Ihrer Eiche. Sie steigen jetzt bitte aus, okay? Sie sind schon mal in Amerika gewesen. Sie sind bestimmt schon mal in Amerika gewesen. Okay, okay, okay. Wir reden ja alle so. Würden Sie jetzt bitte aussteigen, sofort. Es tut mir leid, aber Sie machen mich nervös. Stimmt's? Was? Dass Sie in Amerika gewesen sind. Steigen Sie jetzt aus? Sie auch? Nein. Dann bedauere ich. Sie sind alle so fickrig in Amerika. Wussten Sie das? Von morgens bis abends. In New York. Alle 15 Minuten wird eine Frau vergewaltigt. Dann sollten die Frauen vielleicht wegziehen. Wenn es dafür nicht zu spät ist. Können Sie sich das vorstellen? 4 Uhr. 4.15 Uhr. Wieder eine. Immer so weiter. Von morgens bis abends. Am helllichten Tag. Das ist kein Spaß. Natürlich nicht. Das ist Statistik. Das sind Frauen. Sie sind wohl eine Emanze. Was verstehen Sie darunter? Eine befreite Frau. Wenn es mir gelungen ist, sie loszuwerden, ja. Bei Sallys Eiche. Nicht, wenn ich vorher irgendwo einen Polizisten sehe. Da hinten. Was? Der Polizeiposten. Ist da hinten. Sie fahren falsch. Sie hätten die Abzweigung fahren müssen. Ein paar hundert Meter hinter uns. Weißes Haus. Mit Anschlagtafel. Erfährt man alles über Maul- und Klauenseuche. Über Wildtollwut. Und über den Kartoffelkäfer. Das würde Ihnen so passen. Was? Wenn ich umkehren würde. Nein. Ich will zu Sallys Eiche. Was wollen Sie da eigentlich? Bei Sallys Eiche geht ein Geist um. Wessen? Ihre? Nein. Eine Frau. Namens Margaret Sally. Ich heiße Margaret Sally. Ich weiß.
Sagen Sie mir, was wollen Sie? Ich will... Ja? Ich will zu Sallys Eiche, bitte nicht schon wieder. Wie Sie meinen. Wer sind Sie? Oh, ich bin der lichte Engel des Todes. Ah ja. Glauben Sie mir nicht. Das Licht, der irritiert mich etwas. Das ist ein bürgerliches Vorurteil. Sind Sie konservativ? Ist das nicht meine Sache? Spielt das jetzt noch eine Rolle? Haben Sie oft Kopfschmerzen und so? Wie bitte? Lassen Sie frei rumlaufen. Man hat mich geschickt. Ja. Aber Sie sind... Sie sind doch... Naja... Ich existiere nicht. Wie? Es gibt mich nicht. Ich wollte, das wäre wahr. Berühren Sie mich. Was? Berühren Sie mich. Na los. Wir werden sehen. Ich existiere nicht. Nicht so wie Sie meinen. Los, berühren Sie mich. Nein. Fassen Sie mich an. Ich will Sie nicht anfassen. Tja, dann werden Sie es nie erfahren. Ich bin Ihr Begleiter ins Jenseits. Ihr geistiger Begleiter, verstehen Sie? Ah ja. Einen wie mich wollten Sie wohl nicht, oder? Haben Sie sich toller vorgestellt. Sie haben irgendwo meinen Namen gelesen. Richtig. Sie haben in meinem Gepäck nachgesehen, in meiner Handtasche. Warum denn das? Um meinen Namen ausfindig zu machen. Abgesoffen. Das haben Sie doch gemacht, oder? Natürlich. Sallys Eiche gibt's gar nicht, stimmt's? Noch nicht. Sie müssen warten, bis das Benzin verdunstet ist. Na also, bitte. Auch Sie können sich mal irren. Ganz unfehlbar sind Sie nicht. Wir sind spät dran. Sie sind jetzt nicht mehr so nervös, oder? Wo Sie jetzt wissen, wer ich bin? Immer dasselbe. Die Leute fragen mich, wer ich bin, und ich sage sie. Ich bin der lichte Engel des Todes, sage ich. Und die Angst fällt von ihnen ab. Etwas sehr Verführerisches, der Tod. Ich finde sie durchaus nicht unwiderstehlich. Sogar ein bisschen degutant. Was ist degutant? Lächerlich. Wieso lächerlich? Zum Lachen. Ha, ha.
Sie sind sehr jung. Warum also ich? Warum nicht? Sie dürfen das nicht so persönlich nehmen. Das ist eine Arbeit wie jede andere auch, nichts Besonderes. Jeden Tag das Gleiche. Wie lange denn schon? Ungefähr 1000 Jahre. Dafür haben Sie sich gut gehalten. Vielen Dank. Ich dachte immer, Todesengel sind schwarz. Es gibt Dunkel, es gibt Licht. Die Dunklen kann man nicht sehen. Weil sie schwarz sind, wissen Sie? Ach, so ist das. Wissen Sie, ich war nicht von Anfang an der lichte Engel des Todes. Vorher war ich alles Mögliche. Einmal auch der ewige Jude. Eine Ewigkeit lang. Nicht sehr erfreulich, ewiger Jude sein. Ne? Die Leute verhöhnen einen. Ah ja. Jahrhundertelang haben mich die Leute verhöhnt. Ich war am Ende ganz fertig. Das kann ich mir vorstellen. Sind Sie jemals verhöhnt worden? Nicht, dass ich wüsste. Ja, ich glaube, ich muss tanken. Hier muss doch irgendwo eine Tankstelle sein. Sie haben doch noch genug Sprit. Sieht man doch. Auf die Benzinuhr kann man sich nicht verlassen. Ich tanke lieber, glaube ich. Wie Sie meinen. Oh. Vielen Dank. Mit der Nervosität, das ist so eine Sache. Das liegt immer an den Umständen. Ich meine, wenn ich jetzt aussteigen würde, wären Sie nicht mehr so nervös, oder? Sie wüssten, wie recht Sie haben. Aber das würde nichts ändern. Das Ganze macht Ihnen Spaß, wie? Man trifft viele Menschen und sehr verschieden. Jedenfalls besser als ewiger Jude sein, kann ich Ihnen sagen. Da ist die Tankstelle. Da steht Motor abstellen, kein offenes Licht, Feuergefahr. Vertretbares Risiko unter den Umständen. Ekelhafte Sache, eine Explosion. Da sehen Sie, geschlossen. Ist wohl Donnerstag heute. Was ist los? Was soll denn das? Niemand da, das sehen Sie doch. Kein Mensch weit und breit. Hören Sie. Würden Sie wohl so lieb und freundlich sein, kurz auszusteigen und nach den Reifen zu sehen? Würdest du das denn? Damit ich wegfahren und ein paar von den netten Männern in den weißen Kitteln holen kann. Sie können sich ja so lange mit den Zapfsäulen unterhalten. Sie machen sich lustig über mich. Mein Gott, nein. Richtig. Sehr richtig. Mich hält man nicht zum Narren. Das ist Ihr Beruf, nicht wahr? Beruf würde ich es nicht nennen. Eher eine Berufung. Wie viel? Wie bitte? Wie viel wollen Sie, damit Sie aussteigen? Ich gebe Ihnen 5 Pfund und Sie steigen aus, okay? Ich bekomme Tausende und Tausende geboten. Tausende und Tausende habe ich leider nicht. Es geht nicht. Tut mir leid. Ich will Sie nicht kränken. Aber manchmal wird es mir regelrecht aufgedrängt. Also, ich habe nur 40 Pfund bei mir. Wollen wir sagen 10?
Hier. Hier. 5 Pfund für das Reifen wechseln und 5 Pfund, damit sie endlich verschwinden. Verdammt nochmal, machen Sie endlich, dass Sie wegkommen! Das war nicht nötig. Was? Kein Grund, grob zu werden. Ich habe Sie nicht beleidigt. Kein Grund zu fluchen. Nehmen Sie jetzt endlich das Geld und verschwinden Sie. Ich will zu Sallys Eiche. Und wenn ich Sie berühre, steigen Sie dann aus? Hände weg. Na schön. Das war der Wassereimer. Scheiß Eimer. Über den kaputten Eimer. Würden Sie bitte den Mund halten. Einfach nicht reden. Entschuldigung. Ich bringe Sie zu Sallys Eiche, die es gar nicht gibt. Ich halte lang genug, dass Sie aussteigen können. Danke. Aber würden Sie bitte nicht reden. Entschuldigung. Darf ich Ihnen was sagen? Nein. Die Handbremse ist angezogen. Mehr wollte ich nicht sagen. Diese Eiche. Ja. Wie sieht die aus? Mächtiges Ding. Mehr oder weniger tot. Es ist noch weit? 4 Meilen ungefähr. Und woher weiß ich, dass ich da bin? Ich werde es Ihnen sagen. Sie steht in einer Kreuzung, 3 Meilen nach einer Kneipe. Zu Cromwells-Zeiten wurde sie für Aufrufe und Bekanntmachungen benutzt. Sie pinnen auch heute noch Zettel dran, wann und wo das nächste Motocross ist und so. Wir könnten schon längst da sein. Reden wir wieder? Ich rede. Nur zu. Ich höre. Werde ich in der nächsten Welt an Sie gebunden sein? Aber nein. Und so etwas wie eine andere Welt gibt es auch gar nicht. Nicht im eigentlichen Sinn. Man sagt wohl so, aber genau genommen ist alles eine Welt. Oh. Und ich führe Sie nur ein, gewissermaßen. Ah, ja. Geleite Sie an den Punkt. Damit ich in eine Eiche spuken kann. Es ist weniger eine Frage des Könnens als des Tuns. Ich bin aber nicht sicher, ob ich in eine Eiche rumspucken will. Ich bin kein Landmensch. Sie werden nicht viel länger als 50 Jahre da bleiben. Ach. Wir haben alle mal klein angefangen, müssen Sie wissen. Ich finde es doch ziemlich merkwürdig, dass der lichte Engel des Todes so unscheinbar aussieht. Wir sind Legion.
Sie sind ganz schön von sich eingenommen. Bin ich nicht. Ich dachte, Sie sind der lichte Engel des Todes. Stattdessen wohl nur ein Engel des Todes? Alle für einen und einer für alle. Aha. Und wenn ich nun sage, ich hab's mir anders überlegt, ich fahre gar nicht nach Hamilton? Wirklich? Na, was dann? Aber Sie fahren doch hin, oder? Sie sind viele, sagen Sie. Wir sind Legion, Dunkle und Lichte. Und ich habe also einen Lichten. Warum? Ich bin zuständig für Sie. Jeder hat seinen Bezirk, oder wie? Ja, ja, man kann ja nicht überall zugleich sein. Wie stellen Sie sich das vor? Von Ihnen haben nicht viele auf der Spitze einer Nadel Platz. Ja? Je nachdem, wie man das sieht. Ich hab's mir anders überlegt. Ich fahr nicht nach Hamilton. Was soll ich da? Ich muss ja nicht nach Hamilton. Bedauere, ich sehe mich außerstande, Sie zu Sallys Eiche zu bringen. Macht nichts. Da ist die Kneipe. Oh, ich könnte jetzt einen Drink vertragen. Sie werden sie nicht bedienen. Es ist zu. Für die Geschichte, die ich zu erzählen habe, geben die mir bestimmt einen Drink aus. Sie kommen nicht mit. Es ist doch zu. Tja, Sie brauchen nicht auf mich zu warten. Sie werden bestimmt von irgendjemand mitgenommen. Wenn Sie winken. Übrigens, ich werde die Polizei anrufen. Wozu? Und da ich so etwas nicht gern tue, hoffe ich, Sie hier nicht mehr vorzufinden, wenn ich zurückkomme. Wiedersehen. Los, komm schon. Komm.
Haben Sie nichts zu trinken bekommen? Haben Sie sich's anders überlegt? Fahren Sie doch nach Hamilton. Hey, Vorsicht! Können Sie sich vorstellen, wie groß die Versuchung ist, Sie hier einfach über den Hafen zu fahren? Oh, wie weit ist es noch von hier? Ah, nicht mehr weit. Zu Fuß eine halbe Stunde etwa. Steigen Sie ein, bevor Sie umgebracht werden. Sie sind sehr freundlich. Was hat die Polizei gesagt? Steigen Sie doch ein, Herr Sandermal! Sie sind sehr freundlich. Wirklich. Dafür werde ich Sie einmal im Jahr besuchen. Tun Sie das. So ein Arschloch. Gib dem Tod eine Chance. Das ist gut. Sehr gut. Wollen Sie eine Zigarette? Na, danke. Rauchen Sie ruhig. Oh, ich bin nicht Raucher. Sehen Sie? Ich habe nicht mal einen letzten Wunsch. Ich müsste auch passen. Nicht erlaubt. Wer legt die Regeln fest? Ich weiß es nicht. Und wie erfahren Sie es? Ich meine, machen Sie Kopfstand und warten auf eine Eingebung. Man bekommt ein Telegramm. Moment mal. Hier. Sallys Eiche, 16.33 Uhr. Darf ich mal sehen? Sie heißt doch noch gar nicht Sallys Eiche, hm? Nein. Stimmt. Komisch. Also, wie wollen Sie... Teure Uhr, die Sie da tragen. Geht doch fabelhaft genau. Also, wie wollen Sie dann wissen, welche Regeln gelten? Keine Ahnung. Man weiß es einfach. Und wenn ich Sie nur nicht mitgenommen hätte? Aber Sie haben mich mitgenommen. Und wenn ich es mir tatsächlich anders überlegt hätte und nicht nach Hamilton fahren würde? Aber Sie tun es doch. Wirklich über den Tod nachgedacht. Ist ja auch richtig. Ganz richtig. So eine junge Frau wie Sie. Selbstmord. Das ist was anderes. Naja, wer denkt da nicht mal dran? Ich? In meiner Schulzeit, da habe ich mir oft vorgenommen, Selbstmord zu begehen. Ich meine, wie man sich vornimmt, das Rauchen aufzugeben. Ich rauche nicht. Aber über den Tod an sich habe ich nie nachgedacht. Ich würde mich damit jetzt auch nicht mehr rumschlagen. Jeden kann es jederzeit treffen, oder? Naja, mich persönlich nicht. Ich weiß schon, was Sie meinen. Und warum nicht Sie? Weil ich der lichte Engel des Todes bin, ja, ja. Aber wir anderen alle... Sie meinen das wirklich ernst? Was? Den Quatsch, dass Sie der lichte Engel des Todes sind. Das ist ja ernst. Ja, natürlich. Würde ich es sonst sagen? Und es fällt Ihnen nicht ein, dass ich einfach kehrt machen und in der umgekehrten Richtung weiterfahren kann? Oder anhalten und warten, bis der Zeitpunkt überschritten ist? Werden Sie es tun? Ach, halten Sie den Mund. Normalerweise spreche ich jetzt ein kleines Gebet. Oh. Sie müssen nicht. Aber ich halte das gern so. Wollen Sie? Nein.
Herr und Gott, ich empfehle deiner Güte und Gnade den Geist einer gewissen Margaret Sally, welche nicht der hiesigen Gemeinde angehört, aber woher sich... Wollen Sie das wissen? Aber sich hier auf Durchreise befindet, in Übereinstimmung mit deinem Telegramm heutigen Datums. Es hat kein Datum. Manchmal kommen sie ohne an. Ja. Sie haben es selbst abgeschickt. Das habe ich noch nie gemacht. Aber von mir ist gar nicht die Rede. Woher wollen Sie wissen, dass ich gemeint bin? Ich weiß es nicht. Ich gehe, wohin man mich schickt. Die, die dran sind, finden mich. Wo war ich? Ja. Herr und Gott. Margaret Sally, wenn jemand meine angehört, in Übereinstimmung mit deinem Telegramm heutigen Datums. Sie ist keine üble Person. Sieht ziemlich gut aus. Und hat ein gutes Herz, wie dein Diener zu bezeugen bereit ist. Amen. Ich bin befugt, bei Nichtanwesenheit deines Geistlichen und falls der Wunsch danach besteht, Beichte zu hören. Wollen Sie sich mir anvertrauen? Ja, das möchte ich. Raus. Raus. Raus! 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 Sie sollten aber langsam klar kriegen, was Sie wollen. Steigen Sie ein. Was? Steigen Sie wieder ein. Ich denke gar nicht dran. Steigen Sie ein. Wenn Sie nicht einsteigen, werde ich bei Sallys Eiche auf Sie warten. Und in dem Moment, in dem Sie da auftauchen, werde ich sie über den Haufen fahren. Und wenn sie es mir nicht glauben, dann lassen sie es drauf ankommen. Steigen Sie ein. Danke. Sehen Sie? Was sehe ich? Ich hätte Sie einfach stehen lassen können. Glauben Sie es jetzt? Sind wir noch im Zeitplan? Oh ja. Ich verspäte mich nie. Toll eigentlich. Ich habe mich noch nie verspätet. Nie. Ich muss jetzt meine verklärte Gestalt annehmen. Ach. Würden Sie einen Moment nicht hersehen? Haben Sie genügend Platz? Ja, danke. Es kommt in diesem Moment oft vor, dass empfindsame und ängstliche Naturen in Tränen ausbrechen. Ich werde mich bemühen, tapfer zu sein. Es
Sie sind die Erste in diesem Jahr, Margaret. Augen nach vorn jetzt. Zeigen Sie gefälligst etwas mehr Respekt, ja? Und sehen Sie nach vorn. Verzeihung. Berühren Sie mein Gesicht. Haben Sie keine Angst? Ist alles gut. Wir brauchen keine Angst zu haben. Berühren Sie mein Gesicht. Mike. Ruhig. Ganz ruhig. Berühren Sie mein Gesicht. Bitte nicht. Bitte nicht. Machen Sie die Augen zu, wenn Sie wollen. Ich steige hier aus. Danke fürs Mitnehmen. Fahren Sie vorsichtig. Müssen wir nicht. Es kann Ihnen doch egal sein. Machen Sie sich nichts draus. Warum wird man sie Sallys Eiche nennen? Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich, weil man ihnen die Schuld gibt. Auf Wiedersehen. Ich werde auf sie warten. Wie bitte? Ich werde auf sie warten. Sei nicht albern. In der Reihe Fantastik aus Studio 13 brachten wir in einer Produktion des Südwestfunks Schattenspiel, Hörspiel von Graham England. Es sprachen Ulrike Bliefert und Jochen Busse. Regie führte Arturo Möller.